Ja, hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Reusing. Sie hören gleich ein Interview, was wir heute Nachmittag aufgezeichnet haben. Dazu möchte ich noch kurz ein paar Worte sagen. Vor wenigen Tagen ist urplötzlich, während die Maschine sich schon in der Luft befand, sind Überflugrechte von mehreren europäischen Staaten verweigert worden für das bolivianische Militärflugzeug, mit welchem der Präsident Boliviens, seine Exzellenz Herr Evo Morales, von einer Konferenz in Russland zurück nach Bolivien fliegen wollte, was natürlich auch zum Auftakt noch einen Zwischenstopp beinhaltete, bevor man den Atlantik überquert. Und da gab es das Gerücht, dass ein von den USA gesuchter abtrünniger US-Spion, der Herr Edward Snowden, der berichtet hatte, Enthüllung gemacht hatte über das Abhörprogramm des US-Geheimdienstes NSA, in Bolivien Zuflucht suchen würde, und dass er ausgerechnet in der Präsidentenmaschine nach Bolivien gebracht werden könnte. Also eine sehr ungewöhnliche Hypothese. Und heute Nachmittag hat die Botschafterin Boliviens in Deutschland, Ihre Exzellenz Frau Elisabeth Salguero Carrillo, die Zeit gefunden, uns ein Interview dazu zu geben, wofür wir uns bedanken möchten. Und ja, jetzt wird das Interview gleich eingespielt. Danach kommt noch mal kurz Musik und dann werden wir über das nächste Thema diskutieren. Bitte um Abspielen des Interviews. Hier ist wieder die Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Reusing. Nun kommt das Interview mit der Botschafterin des plurinationalen Staates Bolivien, Ihrer Exzellenz, der Botschafterin Frau Elisabeth Salguero Carrillo. Frau Botschafterin, Eure Exzellenz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Natürlich, vielen Dank für das Interview. Ja, es hat einen ungewöhnlichen Vorfall gegeben. Dem Präsidenten von Bolivien sind plötzlich Überflugrechte über mehrere europäische Länder verweigert worden. Seine Exzellenz, Herrn Evo Morales. Frankreich, Portugal, Italien und Spanien haben Überflugrechte verweigert. Wie kam es dazu? Ja, wie Sie wissen, weil Sie wohl vermuteten, dass sich der amerikanische Staatsbürger Snowden eventuell in der Präsidentenmaschine von Evo Morales befinden könnte. Und mit Sicherheit haben die USA interveniert, damit die Überflugrechte bzw. Landerechte zurückgezogen wurden. Damit haben sie gegen alle internationalen Abkommen verstoßen und unsere Solidarität und Würde verletzt. Wir verstehen das als einen Angriff auf das Leben und Sicherheit Präsident Evo Morales einmal auch. Ungewöhnlich scheint ja vor allem, dass man so kurzfristig die Überflugrechte entzogen hat. Weil ich verstanden habe aus verschiedenen Medienberichten, hat sich die Maschine schon in der Luft befunden, als er das erfahren hat. Ja, und besonders der Flugzeug hatte wenig Benzin und er musste landet in Vienne und 14 Stunden da bleiben, und das war ganz schlimm für den Präsidenten. Ist schon bekannt, woher dieses Gerücht stammt, dass Herr Snowden sich in seiner Maschine befinden könnte? Es ist ja ein sehr ungewöhnliches Gerücht. Wir vermuteten, dass Evo Morales war in Russland und der Staatsbürger Snowden auch, und plötzlich wir vermuten, dass USA hat gedacht, dass dieser amerikanische Staatsbürger ist in der Flug, aber das ist nur Spekulation, ja, und man kann nicht nur von Spekulation einen Einfluss von der europäischen Länder
so machen und einfach alle die Sicherheit von unserem Präsidenten wegwerfen und diese Landrecht zurückgezogen würden. Wenn jetzt die USA, nur einmal angenommen, die USA oder andere Staaten hätten aus deren Sicht, wären der Auffassung, dass sie Grund zur Annahme hätten, dass Herr Snowden nach Bolivien einreisen wollte und würden das verhindern wollen. Was wäre denn ein normaler Weg, damit umzugehen? Ich meine, man muss bestätigen, das ist so, und dann können etwas machen. Aber in alle die internationalen Abkommen, Sie wissen, es gibt diplomatische Rechte und besonders in einem Luxus, wo ein Präsident von einem Staat ist. Und das waren nur Spekulationen und Vermutung. Das war keine Tatsache. Und deswegen können Sie nicht einfach die Erlebnis geben von dieser Durchflucht und dann nicht mehr das machen, aber der Flugzeug war schon geflogen. Das konnten vielleicht vorher etwas fragen oder sagen, aber nicht, wenn schon dieses Flugzeug ist in der Luft. Und das ist ganz, ganz schlimm für unseren Staat, für unsere Solidarität und unsere Würde. Und wie gesagt, das ist ein Eingriff auf das Leben und Sicherheit des Präsidenten Evo Morales einmal. Gibt es schon eine offizielle Haltung, wie Bolivien darauf reagieren wird? Wir werden eine Klage bei den Vereinten Nationen einreichen wegen Verletzung internationaler Rechte. Und heute ab 15 Uhr treffen sich in Bolivien die UNASUR-Länder, um den Fall zu analysieren und ihr Vorgehen zu sprechen. Der Impuls von der amerikanischen Staaten und auch der Vereinten Nationen haben auch ihre Meinung gesagt, und das war eine Verletzung von der internationalen Recht. Sie sagen, eine Klage vor den Vereinten Nationen, vor dem Internationalen Gerichtshof, hatte ich bisher immer so verstanden, wo ich die Satzung gelesen habe, dass man eine Klage nur machen kann, wenn beide Staaten das wollen, Kläger und Beklagter, oder soll es ein Gutachten werden, oder ist es möglich, haben die USA zugestimmt oder die anderen Staaten, wo es um die Überfluchtrechte geht, sind ja nicht direkt die USA? Ja, wie gesagt, heute ab 15 Uhr werden alle die UNASUR-Länder diesen Fall analysieren, aber wie weit ich weiß, Bolivien hat schon gesagt, unser Außenministerium, dass sie werden diesen Fall in der Vereinten Nationen stellen und eine Anklage wegen der Verletzung von unserer Souveränität, und dieser Fall ist nicht so einfach zu ertragen. Ne? Das heißt, es könnte vor dem es muss nicht unbedingt vor dem Internationalen Gerichtshof sein, es kann auch die UNO-Vollversammlung sein. Ja, konnte sein. Ich weiß nicht, welche Wege wird das so laufen, aber Sicherheit, Bolivien muss oder wird alle möglichen, weil das ist ein ganz schlechtes Beispiel von den Ländern, von der Welt. Einfach, das ist eine Intervention, und natürlich unsere Rechte, internationale Rechte sind verletzt. Ja. Ein Militärschiff ist ja auch Territorium des Landes, zu dem es gehört. Ich nehme an, dass das bei einem Militärflugzeug ähnlich ist. Ja, und auch ganz klar das internationale Ankommen, dass wenn der Flugzeug von Evo Morales
hat schon Erlaubnis. Man kann nicht danach das Erlaubnis nicht mehr. Und besonders, wenn er ist schon gelandet. Ja. No? Die die Washington Post hat am 2.7. vor zwei Tagen eine Karte veröffentlicht in verschiedenen Ländern, wo Herr Snowden Asyl beantragen wollte oder schon Asyl beantragt hat. Dort sind unter anderem auch Venezuela und Bolivien zu sehen, aber eine ganze Reihe weiterer Länder. Hat Herr Snowden in Bolivien denn bereits Asyl beantragt oder nur darüber nachgedacht? Wir wissen, dass Snowden in rund 20 Ländern und auch in Bolivien gedacht hat. Das wissen wir, weil das war öffentlich, ne? Und Snowden um Asyl nachgesucht hat und Bolivien eine offizielle Antwort gibt noch nicht. Trotzdem haben die USA gestern schon bei Bolivien eine Auflieferung Antrag gestellt und damit schon wieder irgendwelche Handlungen gegangen aufgrund einigen Spekulationen. Ne? Und das zeigt uns, dass immer noch es gibt Spekulationen, weil etwas offiziell es gibt noch nicht. Ist denn schon bekannt, ob die USA eine Rechtsgrundlage genannt haben für den Auslieferungsantrag? Ja, gestern, wie gesagt, USA schon bei Bolivien eine Auslieferungsantrag gestellt. Hm. Und diese nordamerikanische Bürger ist noch nicht in Bolivien. Das ist auch aufgrund reinigen Spekulationen. Ja, ich habe noch eine Zuhörerfrage bekommen, die wir stellen sollten. Und zwar, Herr Snowden hat Geheimnisse von dem US-Geheimdienst NSA ausgeplaudert und dass der US-Geheimdienst NSA wesentlich größerem Umfang weltweit abgehört hat, als man es geahnt hatte. Ja, wie kann man damit umgehen? Kann man sich da schützen als Staat oder als Bürger? Mit Sicherheit die Fragen der Spionage von USA in verschiedenen Ländern und Snowden ist ein ehemaliger Agent, das hat mit dieser Information gearbeitet oder wie meinen Sie? Er hat ja die Öffentlichkeit darüber informiert, dass weltweit in erheblichem Maße abgehört wird durch diesen US-Geheimdienst NSA. Und die Frage ist eben, wie kann man sich davor schützen? Jetzt ist eine in der politischen Agenda, wie Sie wissen, auch in Deutschland, viele Leute sprechen über diese Spionage von Informationen und auch, dass diese Intervention von USA in verschiedene Länder. No? Und natürlich, vielleicht Herr Snowden hat viele Informationen darüber. Und glaube ich, das ist das große Problematisch jetzt. No? Und die andere war zum Beispiel auch Assange. Mhm. Und das ist ein Widerspruch, weil USA spricht immer über Menschenrechte, aber jetzt wir wissen, dass USA macht viele Sachen ohne
die Menschenrechte zu, ja, zum respektieren. Und das mit Sicherheit aufgrund der üblichen Verfolgungen und Interventionen des amerikanischen Imperialismus, das ohne auch nach zu fragen einfach mal spekuliert hatte, dass sich Snowden möglicherweise in diesem Flugzeug befinden könnte. Und ja, jedes Land ist souverän und kann Asyl gewähren, wenn es zum Ergebnis kommt, dass diese Person Asyl braucht. In unserem Land gibt es dazu gesetzliche Regelungen für Asylgewährung. Wenn Menschenrechte verletzt würden oder ein Mensch politisch verfolgt wird, so wie es zum Beispiel im Fall Snowden, die wissen wir alle, ne? Und das Ganze hat ja jetzt zum Glück eine politische Debatte ausgelöst. Vielleicht ändert sich ja dort dadurch auch etwas, auch ja, in den USA. Ja, das ist, weil weltweit jetzt die Frage, die Problematik und das Thema. Bald wird der Bundespräsidentin Merkel und Obama zusammen treffen, über diese Problematik zu sprechen, ne? Aber sowieso, wir müssen als eine souveräne Stadt ganz klar sagen, man muss nicht mehr tolerieren, dass USA interveniert und diese Art von Imperialismus immer noch machen kann durch die Einfluss von europäischen Ländern. Das finden wir sehr gefährlich. Ja? Wir sind nicht mehr in der Kaltkriege, und aber trotzdem immer noch, es gibt diese Kontrolle und Einfluss von USA, und das war ganz deutlich in diesen Tagen und in diesem Fall von Präsident Evo Morales. Und natürlich, das muss nicht mehr erlauben, weil jede Länder ist souverän, jede Länder hat Rechte, wir haben viele internationale Abkommen und auch eine internationale Rechte. Und das war ganz, ganz, dieser Fall ganz schlimm und hat uns unsere Souveränität, unsere Würde, wie gesagt, verletzt. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht, und ich denke, es ist gut, eine rechtsstaatliche Antwort darauf zu geben. Ja, wir haben viele Briefe und ja, viele Leute hat uns diese Geschichte, und natürlich alle sind mit uns. Weil das ist ein Fall, das man kann nicht wiederholen, ne? Und das ist ein Beispiel für die ganze Welt. Und ich meine, als Bolivien, als eine plurinationale Stadt von Bolivien, wir sagen, dass unsere Souveränität und unsere Rechte, man kann nicht wieder verletzen. Und deswegen, wir werden weiter diesen Fall an viele internationale Organisationen zeigen und warten, dass die Länder auch werden ihre Meinung sagen. Viele die lateinamerikanischen Länder heute werden diese Termin haben in Bolivien. Wir warten auf die Ergebnisse, und ich glaube, hier in Europa wird auch viele Meinungen darüber sprechen. Und ja, das wird ganz
for the ganze Welt sein. Vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank auch. Danke.